Herzlich willkommen, WLAN 24 Sonntagsgespräch. Heute schauen wir mal ein bisschen über die Region, also über die P- und H-Region raus. Also, so wahnsinnig weit gehen wir nicht. Wir gehen auf Chur. Dort gibt es einen Polenta-Hügel und dort sind seit ein paar Wochenenden magische Sachen entstehen. Die dafür verantwortlich ist, respektive die es ein bisschen miterfunden hat mit ihrem Team, ist Anne Sommer, die heute zu Gast ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hoi. So, meine erste Assoziation war Polenta. Oh, hat das irgendwie mit dem Polenta-Jam eventuell etwas zu tun? So. Wie viele Mal habt ihr das gehört? Genug. Also, ja, es ist... Sehr oft. Wir haben tatsächlich am Anfang eine Diskussion gehabt, ob wir das überhaupt dürfen. Oder ob wie das, wie gerade weil Chur auch eine sehr grosse so Street-Style- oder Urban-Szene hat, ob das wie komisch ist. Haben dann auch mit diesen Herren Kontakt aufgenommen vom Polenta Jam und haben dann aber wie so gefunden, hey, am Schluss heisst der Ort, wo wir es machen, Polenta. Und es ist voll okay. Es gibt immer mal wieder, dass die Leute sagen, ah ja, voll, ihr vom Polenta Jam, weil sie wie das Wort, glaube ich, präsenter haben, obwohl sie genau wissen, dass es nicht der Polenta Jam ist. Das ist noch spannend. Also ich habe zumindest das Gefühl, es ist einfach eine Interpretation. Ja, es ist jetzt natürlich, es wäre auch etwas anderes, wenn jetzt ihr da irgendwie auch nur ein reines Hip-Hop-Festival gemacht hättet. Dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen problematischer gewesen mit dem Namen. Aber ihr heisst ja auch nicht Polenta Open Air oder Open Air Chur oder so. Es ist so mit deinem Namen drin, gell? So. nein, jetzt, ja, nein, also es ist Sommererlebnis. Polenta 7000. Ja. Irgendwie hast du mir noch gesagt, Sommererlebnisse ja, ist schon mehr auch so ein bisschen. Der Untertitel. Also wenn wir jemand fragt, was ist es denn genau, haben wir uns wie dagegen entschieden, zu sagen, es ist ein Festival oder ein Open Air oder Musikveranstaltungen oder so, sondern es ist ein Erlebnis. Wieso habt ihr euch dagegen entschieden? Sind die so gefärbt wie der Name ein bisschen? Oder? Es ist einfach mehr als nur Musik. Und Festival ist halt schnell den mega festen Fokus auf etwas. Und Open Air auch. Also, man hat, also wenn man jetzt nicht spezifisch, kann, wenn man jetzt irgendwie vom Theaterspektakel redet, wo man weiss, es geht ums Theaterfestival oder so, dann hat man bei Festival immer das Gefühl, es ist einfach Musikveranstaltungen. Und das ist es nicht. Das ist mehr. Es hat viel Musik und Musik ist ein großer Teil davon, aber es hat noch viel, viel mehr. Was ist denn das, was es mehr macht? Gar nicht erwarten, gell, die Frau. Also, da dazu bald mehr. Was? Nein, es ist. Es hat halt, also am Schluss ist etwas vom Wichtigsten daran ist das Areal an sich. Also die Gestaltung des Areals. Es hat irgendwie. Wir haben einen Sportsclub mit einem Ping-Pong-Tisch und einer Kegelbahn. Und es hat irgendwie eine Bühne für Künstler, die aber auch könnten Lesungen sein. Haben wir jetzt das ja nicht. Wir haben einmal einen Zirkustag, wo wir das ganze Areal umgestaltet und Jongleur vor Ort haben und Glöhn und eigentlich kommt mit dem Aerial Silk in der Luft herumturnen. Gestern haben wir einen Urban Day gehabt, wo so Live-Graffiti-Painting vor Ort passiert ist. Es gibt wie immer mega viele verschiedene Sachen, die passieren können. Und das ist wie das, was cool ist. Es hat letzte Samstag hat es ein paar Herren gehabt, die gefunden haben, ihr braucht eine Goalwand, ob wir noch Platten haben. Und dann haben sie sich Werkzeug geschnappt und eine Goalwand ausgeschnitten. Gut, eine Goalwand kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Ja. Aber es lebt halt davon. Ja. Du kannst wie selber entscheiden, was du mit dem Areal machst. Ist es auch so ein bisschen, ihr gebt da einfach so eine Plattform und sagen, machen was erwähnt damit. Also ist auch so ein bisschen Open-Mic-mäßig gefärbt, oder? Es ist ein bisschen, also es ist natürlich schon kuratiert und es gibt schon ein bisschen, also was wir zum Beispiel im Vergleich zu letztes Jahr recht fest verändert haben, ist, dass es letztes Jahr war sehr Indie-Pop-lastig und haben jetzt das Jahr viel breiteres Spektrum an Genres, dass wie viel mehr verschiedene Leute auch sich angesprochen fühlen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mega, mega offen sind, dass du kannst kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee für einen Abend oder für einen Stand oder für einen Teil vom Areal oder so. Und dann kann man wie schauen, wie das zusammenpasst.
aber wir doch schon ein bisschen Anspruch haben, dass es halt stimmig ist. Also alles ist dann auch nicht möglich, obwohl fast alles möglich gemacht wird. Also passt jetzt so eine Death-Metal-Band, würde jetzt nicht gerade so gut reinpassen. Es ist doch eher so ein Singer-Songwriter. Wieso, ja, nein, also oder grundsätzlich, nicht? Wieso nicht Death-Metal? Mhm. Wir haben jetzt einfach, wo wir das Jahr geschaut haben, haben wir jetzt keine gefunden, die wir gefunden haben. Das können wir wie... Wissen wir kennen uns auch nicht genug gut aus. Also wir möchten dort wahrscheinlich auch wie jemand, der sagt, hey... Die wären noch... Die wären im Fall cool. Oder die vermittlich ja, oder so. Ja. Oder so. Und sonst ist man dann halt schon ein bisschen darauf angewiesen, was man halt auch kennt. Man versucht, den eigenen Horizont so weit wie möglich aufzumachen. Aber es gibt halt auch immer wieder Programmpunkte. Eben zum Beispiel der Urban Day. Wir kommen alle nicht... Also die Mitglieder aus dem Verein sind alle nicht aus der Urban-Szene. Dann müssen wir auch nicht so tun, als würde man das verstehen. Sondern dann sucht man sich jemanden und sagt, hey, look, das Datum, ich würde gerne Urban Day machen, weil wir finden, das ist ein großer Teil von der Kurszene auch. Kannst du dich darum kümmern? Jeder so seine Stärke ausleben kann, genau, im Prinzip. Ja. Genau. Jetzt ist doch das doch relativ eine lange Geschichte, die ihr hier habt, also 6 Wochen. Habt. 8. Sogar 8 Wochenende, bis zum 6. Da habe ich 6. 6. August. 6. 8. Ja, 15. Juni haben wir angefangen. 16. Juni haben wir angefangen. Genau. Also, wieso nicht ein bisschen kompakter oder so? Ist das wegen dem Wetter? Dass euch das Wetter, falls einmal ein Wochenende ins Wasser geht, dass ihr könnt schieben auch, oder? Ja, also das Wetter ist definitiv ein ganz grosser Faktor. Auch, wir haben auch verlängert. Also wir letztes sind 6 Wochenende. Das sind 8. Die 2 Wochen haben wir unter anderem dazu genommen, weil wir auch letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommt, aber es hat ja ein bisschen geregnet ab und zu im Sommer. Also eigentlich immer. Also, genau. Und das, wie das, weil das Wetter halt schon, wir machen nur auf, wenn es schön ist. Und wenn du dann halt kannst, das Wochenende nicht aufmachen, das merkst du dann. Und es ist sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Geld am Schluss auch investiert wurde in das Projekt, damit das so dort steht, wie es jetzt dort steht. Und wenn es dann mal läuft, dann läuft es auch ein bisschen. Also dann muss man, dann kommt es wie nicht so darauf an, machst du jetzt 4 Wochen, machst du 6 Wochen, dann machst du 8 Wochen. Klar musst du irgendwie Leute haben, die dort stehen und so, aber das Mühsame ist, es mal aufbauen. Und wenn es dann mal aufgebaut ist, dann einfach gerade wieder abrupfen nach einem Wochenende, macht eigentlich nicht so viel Sinn, wenn du alles schon investiert hast. Mhm. Also du hast gesagt, wenn es jetzt einmal schifft, im Prinzip könnt ihr rein theoretisch auch ein Act aufs nächste Wochenende schieben. Außer das würde jetzt gerade 4 Wochenende nacheinander regnen. Grundsätzlich haben wir die Policy, wenn der Event ins Wasser geht, hat er nicht stattgefunden. Und dann ist er nicht mehr. Also es ist nicht ein Umschieben? Nein, weil es ist ja durchprogrammiert eigentlich. Ja. Es ist eigentlich schon durchprogrammiert, die 8 Wochen. Und das ist ein gewisses Risiko, das man halt hat, wo auch wie mega klar mit den Künstlern zum Beispiel abgesprochen ist, hey, schau, 24 Stunden vorher kommen wir das Telefon über, ob es stattfindet oder nicht. Mhm. Wie früher in der Schule. Genau. Gehen wir mal auf die Schulreise. Und das hat aber irgendwie auch etwas mega Befreiendes, weil du lässt das wie so loslassen. Wir haben auch dann überlegt, wenn wir eine andere Venue haben, dass wenn es regnet, dass man Konzert trotzdem machen kann und so. Mhm. Und dann haben wir so gefunden, hey, eigentlich, es geht um das. Es geht darum, es ist. Und wenn es ist, dann gehst du, weil es ist cool. Und wenn du nicht gegangen bist, hast du es halt verpasst. Aber es ist so einmalig, oder? Ja. Das ist so ein bisschen wie das, wo wir uns kennengelernt haben. Weißt du, du hast dort mit dem Flavors zusammen so ein Kunstprojekt gemacht. Und ich habe es eben noch spannend gefunden. Es ist wirklich so, wenn du dabei gewesen bist, kannst du noch lange davon erzählen, aber wenn du nicht dabei gewesen bist, ist es super schwierig. Es ist dann auch nicht so greifbar. Ja. Und du bist dann halt auch, es kann halt dann sein, zum Beispiel letztes Jahr ist Chur offen, haben wir einen Tag abgegeben, machen wir das ja wieder übrigens. Mhm. Und sie haben dann programmiert und haben keine Ahnung, was kommt. Und dann haben wir zuerst einen Chor gehabt, auf dem Gelände und nachher eine Punkband. Und es war ein sehr geiler Abend. Aber niemand hat gewusst, was passiert. Und die dort waren, sind alle so, oh mein Gott, ist das cool gewesen.
Und die, die halt nicht dort waren, sind sie nicht dort. Mhm. Und hoffen jetzt, dass vielleicht das ja wieder so etwas passiert. Ja. Aber es lebt mega fest vom Zauber vom Moment. Und mega fest von all den Leuten, die in dem Moment dort sind und wieso die Atmosphäre mit. Das ist so ein bisschen Horror Woodstock. He? So, so ein bisschen. Ja, schön wär's. Ja. Nein, aber das ist ja genau das, wo viele Leute davor reden, wenn sie sagen, dass ein Open Air oder ein Festival so magisch ist. Es ist nicht unbedingt irgendein Headliner, der gebucht worden ist. Meistens sind sie ja dann die Headliner, die grossen Teil vielleicht sogar enttäuschend, oder? Weil du einen Haufen Geld zahlst, um den zu schauen, und nachher ist er nicht gut drauf, oder? Es ist allgemein so ein bisschen offen, frei, unbeschwert. Das ist so ein bisschen das Konzept, oder? Und, ihr verlangt, was ich eben auch gesehen habe, ihr verlangt ja keinen Eintritt. Wie schwierig ist so ein Projekt zu finanzieren? Oder geht das überhaupt? Oder ist das, geht das nur, weil alle gratis arbeiten? Es arbeiten alle gratis. Also, und es wird noch, glaube ich, ein Moment geben, bis man das so kann etablieren kann, dass es die Leute nicht mehr gratis arbeiten. Ich glaube, was wir dieses Jahr werden schaffen im Vergleich zum letzten Jahr, ist die Fixkosten decken, also Materialkosten, Bewilligungskosten, halt so Kosten, die du hast, die du nicht kannst darauf zählen, dass jemand halt nett ist und aus Goodwill dir einen Rabatt gibt oder so. Also, es kostet einfach so viel, wie es kostet. Ich glaube, die kriegen wir das Jahr gedeckt, wenn das Wetter weiterhin so gut ist, wie es jetzt war. Aber es lebt halt schon auch mega fest davon, dass es Leute cool finden und halt sich auch bewusst sind, dass wir kommunizieren das auch relativ klar, hey, was wir an diesem Festival verdienen, ist das, was über die Bar geht. Weil alles, was ihr den Künstler gebt, in den Hut rein, also ins Hutgeld rein, geht direkt an den Künstler. Von dem haben wir nichts. Das ist nur da, dass ihr Unterhaltung habt. Was auch mega, mega schön ist, weil die Leute wahnsinnig grosszügig sind mit dem Hutgeld. Wenn du ihnen das wirklich sagst am Anfang vom Konzert, hey, in der Hälfte kommt jemand rum, der hat einen Hut dabei, alles, was sie dann rein tun, das ist Wertschätzung für den Künstler, tun euch etwas liegen lassen, es ist ein mega schöner Abend, das ist ihre Gage. Und dann sind die Leute wahnsinnig großzügig, das ist mega cool. Das hast du mir vorher gerade erzählt. Ja. Da hat es Künstler, die auch mehr abgesandt haben als Ding. Also letztes Jahr haben sie zum Teil recht gute Deals gemacht. Gerade auch so solche, die vielleicht noch nicht so gross sind oder so. Mhm. Wo dann doch ein bisschen können. Sind dort Leute, also würdest du sagen, ist das nicht eine Entwertung im Prinzip, dadurch, dass ihr gut Geld gut umgehen lohnt, anstatt Eintritt verlangen, ist das nicht eine Entwertung von Musik? Eher im Gegenteil. Es schenkt ja irgendwie der Musik wie wieder einen gewissen Wert, oder? Also es kann jeder für sich entscheiden, wie viel ist mir Musik wert. Und ich glaube, es ist auch mega unterschiedlich. Es gibt immer wahnsinnig unterschiedliche Menschen. Es ist zum Beispiel auch, DJs kommen viel weniger Geld über als Musiker, obwohl die ja dafür irgendwie 3 Stunden spielen und ja auch sich entsprechend vorbereitet und so. Aber das ist etwas anderes, als wenn eine Band auf der Bühne steht. Aber du merkst schon, dass die Leute, viele Leute geben mindestens etwa so viel in den Hut rein, wie sie einem Ticket würden zahlen. Und du merkst schon, dass die Leute, dass es ihnen bewusst ist, dass, also klar, du hast immer die nur 10 Franken reinwerfen. Die ist immer. Aber grundsätzlich merkst du, dass es ihnen bewusst ist, das kostet etwas und das Zeug organisiert sich nicht von allein und es ist nicht selbstverständlich, dass das so da ist, wie es da ist. Und das merkst du auch zum Beispiel auch in der Wertschätzung fürs Areal. Also ich glaube, es gibt wenig Orte, wo Leute so freiwillig so gut aufräumen nach sich selber. Ja, weil sie halt wie wissen, hey, es ist im Fall nötig, dass wir uns auch Mühe geben, dass das weiterhin existieren kann. Mhm. Es ist nötig, dass wir zum Beispiel die Ruhezeit respektieren, weil wenn sie eine Lärmklage bekommen, dann können sie nachher nicht mehr aufmachen und dann ist der Ort verschwunden für mich. Und das merkst du mega, wenn du dort bist. Es ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Es sind wahnsinnig Hippie, aber es ist eigentlich... Ja, aber ihr habt ja schon gesagt, Woodstock, cool, oder? Aber nein, es ist eigentlich nicht so mega Hippie. Also, weil du hast ja am Schluss... Du hast auch Senioren, die dann bis am... Letzten Samstag haben wir Drum and Bass gehabt und es hat ein älteres Bärli auf dem Platz gehabt, U60, wo bis wir zugemacht haben, dort war. Sie sind nämlich am Nachmittag um 4 Uhr gekommen. Und
überhaupt nicht ihre Musik, aber scheißegal, weil es war mega schön, mega gemütlich, sie hatten eine gute Zeit. Und sie haben nicht das Gefühl, ich bin deplatziert, weil es nicht meine Musik ist. Und um das geht es. Ich finde das aber einen schönen Ansatz, den ihr nennt. Weißt du, es ist so, dass im Kleinen, aber gleich gemeinsam, weißt du, so. Und es ist nicht, es spiegelt sich ja eben, wenn du siehst, wie zum Teil am Open Air Frauenfeld oder St. Gallen, was da für Müllberg zurückbleibend und so. Und wenn du sagst, eben, dass es da nicht so ist und dass die Leute das so als kleine Perle entdecken, oder? Das Polenta 7000 ist die Perle, so quasi. Ja. Das ist doch ein mega schönes und mega schönes Feedback auch für euch, dass wir es mitmachen oder weitermachen, sagen wir so. Mega, mega fisch. Ja. Nein, ich sage danke vielmals, dass du da bist. Es ist mega spannend und hoffe, dass auch ein paar von uns hinein zum Kurs arbeiten. Und so. Ja, wäre ja. Schön. Wir sind ja nicht so spät fertig, wir können gut wieder. Ja, das ist ja. Genau. Sehr human. Und es ist gut angeschlossen, oder? Genau. Man kann hier City West, kann man glauben, Westbahnhof, kann man sogar aussteigen und runterlaufen, ist wirklich nicht so weit. Ja. Geben wir auch den Polentas außerhalb von Prättigau auch mal eine Chance. Genau. Ja, das war es schon. Schauen wir mal vorbei. Polentas 7000 heisst es. Die Eventreihe, ich sage jetzt extra nicht Festivals, weil das hat sich... Eventreihe ist schön. Eventreihe ist schön, ja. Wo jetzt der Sommer noch andauert, schauen wir mal rein. Es gibt immer wieder mal etwas Spannendes zu entdecken. Und ja, danke vielmals fürs Zuschauen. Machen Sie gut. Ciao.